Hey, ich mach das Dach neu. Was soll da drauf? Eine Terrasse mit Feuerstelle. Okay. Ich habe das Dach ja schon dreimal neu gebaut. Das erste Mal mit diesen herkömmlichen Plastikdingern. Das zweite Mal hatten wir da ein kleines Häuschen drauf gebaut, dass wir da drin übernachten konnten. Und das dritte Mal habe ich das einfach schnell hingesetzt, damit wir schnell weiterfahren können. Und weil ich das Holz testen wollte. Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier ganz normale Spanplatten reingesetzt. Die halten auch sehr gut, die ziehen sich nur durch. Das kommt aber eher vom Herumgetrampel, weil wir da drauf das Haus drauf gebaut hatten. Meine große Sorge war, ob der Regen das kaputt machen würde. Es hat jetzt zweimal ordentlich geregnet, mit dicken, fetten Tropfen die halbe Nacht lang und das sieht ganz gut aus. Das sind auch OSB-3-Platten, die sind für Feuchtigkeit gemacht. Die Paneele sind aktuell mit einfachen Winkeln festgemacht. Oben sind Metallschrauben, unten sind Holzschrauben, aber das hält bombenfest. Das heißt, das werden wir dann wahrscheinlich auch so beibehalten. Diese Solarpanel-Plastikhalter werde ich, wie gesagt, nicht verwenden. Erstens, weil sie typisches Camper-Zubehör sind und mein Stealth-Camper auffliegen lassen. Zweitens, weil sie aus Plastik sind. Man sieht es hier wunderbar, die reißen bereits. Und noch das viel schlimmere Übel ist, weil man durch das Dach bohren muss und irgendwann sowieso Wasser durchkommt. Ich habe das zusammen mit einem Mechatroniker gemacht. Der hat genialerweise alles mit Montageschaum befestigt. Das hat bereits nach 2 Jahren angefangen zu bröseln und dann kam Wasser durch. Wenn ihr ein Wasserproblem habt und eine schnelle Lösung haben wollt, dann zieht Kettenfett in Betracht. Das ist für Motorräder, das kommt auf die Ketten drauf. Beim Auftragen ist es dünnflüssig und geht in alle Rillen rein und dann wird es zu einer dicken, super klebrigen Masse. Wenn sich die Teile während der Fahrt bewegen, bewegt sich das mit und hält wirklich super, super dicht. Klar gibt es Sikaflex und diese ganzen Kleber, aber wenn man unterwegs, ohne das ganze Dach auseinanderzunehmen, die kleinen verdammten Löcher wieder zukriegen will, ist Kettenfett auf jeden Fall das Beste. Dann gibt es noch einige Sachen, die wir beachten müssen. Wir werden unsere Dachkonstruktion verschrauben, wie wir es hier bereits gemacht haben. Bei meinem Fahrzeug gibt es vorgebohrte Löcher, die man verwenden kann. Dann gilt das alles nur als Ladung und muss noch nicht mal vom TÜV abgenommen werden. Wichtig ist nur, dass man solche Kanten wie hier verhindert. Das steht tatsächlich in den Regularien. Die Form des Fahrzeugs darf nicht unnötig verändert werden. Die Solarpaneele will ich auf jeden Fall vom Boden abgehoben haben, damit Luft drunter ziehen kann und die besser abkühlen können. Mir ist ein Solarpanel ja bereits geplatzt. Hier ist das gute Stück ganz klar ein Zeichen von Überhitzung. Hier sieht man das. Auf der Rückseite gibt es auch wundervolle Brandspuren. Das ist ein deutsches Markenprodukt. Das hat die nötigen TÜV- und CE-Zeichen. Ist auch tatsächlich Brandschutz geprüft. Also Feuer hätte es da wahrscheinlich nicht gegeben, aber es ist auf jeden Fall defekt. Das gab einen mächtigen Knall, weil diese Glasfront ist eigentlich so eine Harzkomponente. Die hat schon bei mir den übelsten Hagel mitgemacht und das ist eigentlich unkaputtbar. Mal gucken, was die selbst jetzt in gebrochener Form noch aushält. Ja, jetzt bricht sie überall. Jetzt kann man sich hier komplett durchfressen. Aber normalerweise können da Steine drauf fallen, alles Mögliche kann da passieren. Das ist schon echt eine gute Konstruktion. Normalerweise platzen die, weil es eine Fehlkonstruktion in dem Glas gibt, deswegen eine Spannung und dann explodiert es irgendwann. Bei mir würde ich tatsächlich sagen, dass hier so ein Lötbändchen einfach durchgebrannt ist. Dann die Glasstelle mega heiß wurde, was dann zu Spannung führte und dann explodiert es. Das war echt ein bombastischer Knall. Ich habe zuerst gedacht, jemand hätte mit voller Wucht einen Tennisball gegen mein Auto geschmettert. So, die Lana will eine Terrasse mit Feuerstelle. Wie machen wir das? Ich würde sagen, dass wir die Solarpanel hochklappbar machen. Damit die Bretter sich nicht durchbiegen, kommt dann hier unten nochmal ein bisschen Stützholz. Die Winkel von den Solarpanelen müssen natürlich groß genug sein, dass diese den Boden nicht berühren. Das bedeutet, wir packen die Sachen und fahren los. Das heißt, wir müssen uns einen Baumarkt raussuchen. Wir sind gerade in Almeria in Richtung Marokko. Da haben wir eins. Ich würde sagen, los geht's. So, da wären wir. Das sind die USB-3-Platten. Das bedeutet, die sind feuchtigkeitsbeständig. Das sind exakt die gleichen, die ich hatte. Wir lassen die hier zurechtschneiden. Eigentlich bräuchten wir 4, aber da ich bereits 3 habe, behalte ich die auch. Dann brauchen wir die nicht wegschmeißen. Hier kann man die zuschneiden lassen. Das ist genau wie in Deutschland. Hola. 138. Pero esa no podemos cortarla. No. Esa no. No, like this not? No. Ah. Genau wie in Deutschland wohl eher nicht. Die können hier nicht längs schneiden. Dann mache ich das selber. Ist ja nur eine Platte zum Glück. So, und dann, um die Solarpaneele unten zu fixieren, holen wir uns davon ein paar. Ein paar Scharniere, die müssen lang genug sein, um die vom Boden abzuheben. So, dann müssen wir die Solarpaneele irgendwie fixieren, wenn wir die hochstellen. Da finde ich echt nichts Besseres als das hier. Ich würde die halt so in den Boden festbohren und wenn ein Solarpanel hochgesteckt ist, kommt das hier seitlich in ein Loch rein und wird so in einem 45-Grad-Winkel das ganze Solarpanel halten müssen. Mal gucken, ob das hält. Hui! So, hier haben wir die ganzen teuren, hübschen Bretter. Die brauchen wir nicht. Wir nehmen die hässlichen, billigen. 2,40 Meter, 32 x 32, das ist perfekt.
Ja, das reicht uns erstmal fürs Erste. Das ist der Boden und erste Test Solarpaneele hochklappen. Mehr brauchen wir nicht, ne? Nee. Correcto mundo. Ja, werden wir sehen. Ja, hier steht nur Datum und Herkunftsland und so drauf, aber keine Produktnummer. Drei Leute für ein Stück Holz. Da sind wir bei 71,22. Wollen wir mal sehen, was denn hier so teuer war. Okay, das Holz ist okay. Die Holzpreise schwanken auch immer sehr stark, jetzt auch wegen dem Ukraine-Krieg. Und wir haben fast 50 Euro nur für diese Metalldinger hier ausgegeben. Also diese Baumärkte sind echt wirklich Wucher, man kriegt die auf jeden Fall billiger. Vor allem, da sie für Centbeträge gepresst werden, aber ist egal, damit müssen wir jetzt arbeiten. Womit wir jetzt zum Bau kommen, das machen wir direkt hier auf dem Parkplatz. Kannst du mir meinen Helm rüberreichen, bitte? Meinen Arbeitshelm. Jawohl. Sicherheit geht vor, die Sonne ist echt krass hier. Zunächst einmal nehmen wir alles runter, was wir nicht brauchen, das heißt die Solarpaneele. Die Kanthölzer an den Seiten hier lassen wir, die sind perfekt. Die Spanplatten will ich auch auf jeden Fall wiederverwenden. Wir werden hier Holz runterpacken, damit alles wieder angehoben wird und sicher betretbar ist. Das bedeutet, ich werde gleich keinen Strom haben. Das heißt, wir checken mal die Batterie, 12,8 Volt, das ist gut. Bis morgen wird das auf jeden Fall reichen. Der Grund, warum ich immer alles aus Holz baue, ist genau derselbe Grund, warum mein Auto von innen komplett aus Holz gebaut ist. Und zwar, weil ich ständig alles ändern kann, wie ich Bock drauf habe. Würde ich das alles schweißen, dann wäre es relativ schwer, das zu ändern, und jetzt brauche ich nur einen Schraubendreher, mehr nicht. Ja, aber vorher erstmal die Dinge abklemmen. Die Solarpaneele haben hier so einen normalen Stecker, dann muss man diese zwei Zähne eindrücken und dann kann man die einfach rausziehen. Hier steht drauf übrigens, do not disconnect under load. Okay. Haben wir jetzt gemacht, tut mir leid. Nur denkt daran, ich habe die jetzt hier in Reihe geschaltet, das heißt 3x 12 Volt. Wir können gemeinsam gerne mal auf 40 Volt raufsteigen. Lana, oh Lana! Könnten Sie die Solarpanelchen annehmen? Of course. Ja, bitte sehr. Boah, ist schon ein wuchtiges Teil, ne? Ja, jetzt sieht man das nochmal. Das Holz hat das ganze Wasser halt super ausgehalten. Es hat wirklich krass geregnet. Wer das kennt, wird das bestätigen können. Wenn es in Spanien regnet, dann richtig heftig. Die Winkel halten hier alle auch. Guck mal, hier habe ich noch nicht mal 4 Schrauben reingemacht. Und wir haben im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, alles hier zu bestreichen, weil die Solarpanel halt hochklappbar sein werden. Außerdem sieht man hier gerade wunderschön, diese Holzplatten sind einfach auf diese Kanthölzer drauf gemacht. Und diese Kanthölzer haben riesige, dicke Schrauben, die durch das Blech von innen hier reingebohrt wurden. Und da es eben gebohrt wurde, gilt es nur als Last. Das kann man ganz leicht wieder abmachen. Wir hatten auch einen Windsturm zwischenzeitlich. Da hatte ich Angst, dass die Solarpanel abfliegen. Aber bisher hat sich keine einzige Schraube irgendwie locker angefühlt. Die haben alle wunderbar gehalten. Ansonsten hätte ich mich doch gegen das Holz entschieden und alles geschweißt. Aber ich kann ja selbst jetzt noch hier drauf rumsitzen, rumhüpfen und sowas. Das hält alles megamäßig gut. Als nächstes wollen wir diese krummen Bretter wieder gerade kriegen. Dadurch habe ich mir diese Kanthölzer hier geholt, die ich da drunter presse, sodass die Bretter sich noch zusätzlich auf den Dach abstützen können. Aber bevor wir irgendetwas auf das Dach draufbauen, müssen wir die Dachlast beachten. Die Dachlast, also wie viel man auf das Dach draufladen kann, ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich. Im Fahrzeugschein stand es bei mir nicht drin, aber in dem Betriebshandbuch steht das immer drin. Bei mir sind das 188 Kilo. Eigentlich könnt ihr auf das Dach noch viel, viel mehr Gewicht draufladen, aber wir sprechen hier von einer dynamischen Dachlast. Die ist auf 188 Kilo begrenzt, weil das bedeutet, wenn das Auto fährt oder einen Unfall hat, dann reißt es uns nicht das ganze Dach ab. Das ist sehr, sehr wichtig. Also immer schön auf die Dachlast achten. Was riecht denn hier so gut? Paschetti. Paschetti? Spaghetti. Ja, 188 Kilo werden wir mit unserer Konstruktion nicht überschreiten. Deswegen haben wir die Bretter auch schon drunter. Niemals vergessen, hier muss alles fest sein. Wir fahren ja gerne mal 100, 120 km/h. Ja, und der Boden fühlt sich jetzt schon richtig stabil an. Ne? Ist ja gleich viel besser hier alles. Mega geil. So, das heißt, als nächstes würden wir dann hier die nächste Platte reinbauen, aber die müssen wir dann erstmal zurechtsägen und hier haben wir offensichtlich gar keinen Platz zum Rumsägen. Ich will ja auch keine Holzspäne auf dem Boden lassen. Hallo? Hallo. Wollen wir weiterfahren? Ja. Suchst du was raus? Ja, hier ist was in der Nähe direkt. Okay, korrekt. Ja, dass wir morgen dann halt hier wieder hinkommen können, ne? Ja, aber am besten auf den, der super nah ist. Die haben gesagt, auch wenn das hier nahe des Zentrums ist, verbringt man voll die ruhige Nacht. Also fliegen sogar andere Camper. Ja, perfekt. Ja. Los geht's. Ja, das ist echt einfach nur hinter dem Gebäudekomplex. Genug Platz, um Quatsch zu machen. Als Säge habe ich hier irgend so eine Billigsäge aus irgendeinem Schrottladen.
Schaut euch das an, wie viel Platz das ist. Das ist einfach mal die komplette Wohnfläche, die ich drin habe, hier nochmal auf dem Dach. Und das Geile bei Holz ist, wir können das jetzt so machen, wie wir wollen. Das heißt, die Anordnung der Solarpanel behalten wir so, wie es vorher war. Nur, dass man die halt hochklappen kann und dass dann alles hier begehbare Fläche wird. Und man dann hier in der Mitte eine Feuerstelle hinsetzen kann, zwei Stühle und einfach die schöne Aussicht genießen kann. So, die Kabel der Solarpanel führe ich dann hier durch. Das ist unser Pilz, der die Innenluft vom Raum unter uns hier rauszieht. Und ja, ich brauche Strom. Dann geht's an die Solarpanel. Zum Anschrauben der ganzen Scharniere und der Winkel haben wir einmal solche Holzschrauben für Holz. Das sind ganz normale Schrauben. Dann haben wir extra Metallschrauben für Metall. Seht ihr, was für eine Schneidespitze die haben? Die haben extra so eine Form, die schneiden das Metall erstmal an, bevor sie sich dann reinbohren. Die Dinge habe ich übrigens auch im ganzen Fahrzeug verbaut, immer wenn ich in meine Karosserie reingebohrt habe. Und dazu benutze ich dann nicht den normalen Schraubendreher, sondern einen Handschraubendreher. Oder irgendwie so heißt das. Akkuschrauber benutze ich nicht, weil viel Glück zum Beispiel in Skopje, Nordmazedonien, einen richtigen Akku zu finden. Die haben dort noch nicht mal Kontaktlinsen oder sowas. Und das Ding begleitet einen immer. Da kann nichts dran kaputt gehen. Und es geht tatsächlich sehr, sehr einfach damit. Man kann da echt viel Gewicht drauf legen. Und dann geht die Schraube da rein wie Butter. Tada! Geil. Und könnt ihr sehen, wie hier so ein kleiner Spalt ist. Hier kommt immer noch die Luft rein, um die ganze Hitze vom Solarpanel abzutragen, weil mir ist auch so schon heiß ohne Ende. Was meint ihr, wie das aussehen würde, wenn ich noch schwarze Klamotten wie so ein Solarpanel hätte? Die werden richtig heiß. Das ist mein allererstes Solarpanel und das hält immer noch. Hier haben wir sogenannte kleine Schneckenspuren, aber das ist nicht schlimm, das gibt's quasi bei jedem Solarpanel nach einer Zeit. Das ist irgend so eine chemische Reaktion dann. Ansonsten sieht das Ding noch richtig gut aus. So, die Verkabelung ist vorne korrekt. So, als nächstes müssen wir sicherstellen, dass die Dinger nicht während der Fahrt oder vom Wind hochfliegen. In Kroatien hatte ich einen Wind von über 100 km/h. Das war irre. Eigentlich war es Sommer an der Küste, plötzlich kam ein Windsturm und der Schnee kam von der Seite geflogen. Ich dachte, das reißt mir die Seitenspiegel ab. Davor müssen wir uns wappnen. Davor habe ich so kleine, aber feine Verschlüsse geholt. Und die würde ich dann hier in den Boden reinsemmeln, sodass die dann in das Blech reingehen und alles schön verschließen. Nur ich merke gerade, dass wir dann hier keinen Abstand zum Boden haben, aber das ist nicht schlimm. Ich denke, die Hitze wird dann hier von der Seite genug abgetragen. Aber was noch schlimmer ist, ich habe gar keinen Bohrer, um hier ein vernünftiges Loch reinzusemmeln. Oh, hier gibt es sogar Solarpaneele, fast 500 Watt für 75 Euro. Pro Einheit 75 Euro, wie kann das sein? Das Ding brauchen wir, 2,80 oder sowas. Lana, vielen lieben Dank fürs Tragen. Als Dankeschön habe ich was für dich. Coca-Cola mit Oreo-Geschmack. Schaut euch das an, das ist so scharf, das schneidet direkt das ganze Metall einfach weg. Boah, ich bin schon durch, das war sehr leicht jetzt da durchzubohren. Das ist absolut geil einfach. Und wenn man das abschließt, dann hält das echt bombenfest. Also ich bin schwer begeistert davon, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommen wir zu dem Mechanismus, der die Solarpaneele oben halten soll. Wir sind bestimmt eine Stunde durch den Baumarkt gegangen und haben nichts gefunden, was richtig gut ist. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe den im Boden gesemmelt. Wenn man das Ding jetzt aufbockt, dann hakt man den hier einfach rein und ja, was soll ich sagen, es knirscht und knarzt an allen Stellen. Es ist sehr schräg, weil das Teil natürlich Spiel hat ohne Ende. Naja, wirklich zufrieden bin ich ja jetzt nicht damit. Oh, knack. Besser wäre es natürlich, ein größeres Teil zu haben, das direkt oben ansetzt und so runter geht. Man könnte ein Brett nehmen, aber da müsste ich ständig irgendwelche Bretter mit mir rumführen. Oder wir machen das so, dass man beide Paneele hochklappt und dann die beiden durch ein Brett verbindet über ein X oder sowas. Ich gehe nochmal in den Laden und gucke, ob mir irgendetwas einfällt. Ich glaube, ich habe die Idee. Wenn man die Solarpanel aufklappt, dann sind da zwei Scharniere, die lange Bretter rausklappen, die auf den Boden gehen und dann mit diesem Verschluss im Boden fixiert werden können. Das wäre eine Option, du. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar von diesen Metallschräubchen hier und noch ein dickes, fettes Brett. Da gönnen wir uns dann so einen richtigen Knüppel. Ja, das sieht doch gut aus. Schneiden wir dann zurecht. Und dann müsste das auch halten. So, in der Art habe ich mir das vorgestellt. Man klappt das ganze Ding hoch, kann so einen Teil rausziehen,
fixiert das da unten. Die geilste Konstruktion, die die Menschheit jemals gesehen hat. Und der Verschluss hier unten ist dann einfach wieder so ein normaler Riegel, wie wir das vorher auch verwendet haben. Gibt bestimmt schönere Lösungen, aber dafür habe ich kein Geld. Das ist jetzt nur noch die Frage, ob das hält. Also hier hinten, das Geklapper kommt von diesen dicken Verschlussdingern hier. Die Scharniere klappern gar nicht, die biegen sich auch gar nicht. Nicht so wie hier unten bei unserer kleinen Billigkonstruktion. Es wird natürlich nur da hinten gestützt, das heißt hier vorne ist das alles sehr, sehr wabbelig. Aber ich sag mal, solange es hier nicht stürmt, wird hier auch nichts passieren. Mega geil. Und jetzt haben wir wieder hier die ganze Fläche zum Begehen. Lana wollte eine Feuerstelle haben. Zu der kommen wir dann gleich, aber zuerst müssen wir die Kabelung wieder machen. Ich muss noch das andere Solarpanel dran machen. Das habe ich die ganze Zeit weggelassen, damit ich Platz für die Kamera habe. Ja. Schließen wir mal das nächste Solarpanel an. So, zack, wie gewohnt. Hochklappbar mit dem Verschluss hier. So sieht das hochgeklappt aus. Wunderbar. So, die Verkabelung ist halbwegs dran. Das Kabel passt da gerade eben so drunter. Jetzt kommt das Verlängerungskabel hier drunter und wird hier durch die Durchführung angestöpselt. Meine Damen und Herren, wir haben wieder Strom. Willst du hochkommen und Zwischenabnahme machen? Soll ich hier noch so einen Griff hinmachen? Ja. Okay, mach ich. Danke. Oh, wie süß. Oh, das ist geil, ne? Ja, es ist echt süß. Ja, dieser Windschutz hier wird dafür sorgen, dass das Feuer auch nicht so in deine Fresse qualmt, weißt du? Heute Abend grillen am Strand, ja, an der Küste? Mhm. Aber erst Daumen catchen. Daumen catchen? Das ist ja gar keine Chance. Ey! Das habe ich gewinnen lassen. Das ist so witzig. Das ist mega geil. Ich habe die vollen Solarpanel hier und trotzdem ist alles noch begehbar. Und so sieht das dann alles wieder zusammengeklappt aus. Und wenn wir jetzt hier wieder chillen wollen, zack, ist alles wieder hochgeklappt. Keine Minute. Das ist schon echt total abgefahren, ne? Ja, und jetzt kommt der große Test, die erste Fahrt. Ich meine, das ist ja alles echt ziemlich bombensicher festgemacht. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wie sehr das klappert. Erster Test, kein Problem. Aber wir sind auch nicht schnell gefahren, ne? Und jetzt kommt erst der ernste Test. Und zwar fahren wir jetzt ungefähr, ja, über 10 Kilometer entfernt von hier zum Strand. Ich hoffe, ich kann da auch mal über 100 km/h fahren. Das werden wir dann sehen. Ich werde Lana sagen, die soll einen extra Abstand halten, falls irgendwas abfliegt. Und wenn das funktioniert, dann gibt's Würstchen gegrillt auf dem Dach. Und wie wir das auf dem Holzboden machen, zeige ich euch gleich. Ja, scheint alles zu halten, ne? So, und das Feuer machen wir, indem wir in die Mitte drei Steine reinstellen und dann eine Feuerschüssel benutzen. Das ist eigentlich eine komplett heruntergerittene Salatschüssel aus dem Ikea. Früher habe ich ein Feuernetz genommen. Die brennen aber ganz schnell durch und das Ding, das hält wirklich ewig. Warum benutzen wir sowas? Da kommt von überall Sauerstoff dran und das Feuer generiert dann umso weniger Rauch. Und die Hitze sammelt sich hier in dem Kessel drin und das ist echt eine brutale Hitze. Schneller und sicherer kann man ein Feuer kaum machen. Natürlich strahlt es immer noch Hitze nach unten raus, deswegen müssen die Steine drunter. Wir haben das schon mal auf einer Holzplatte gemacht, das gab so leichte Brandspuren. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das so heute sein wird. Ich hole mal lieber meinen Feuerlöscher. Es brennt einfach nicht. Es brennt einfach nicht. Weiß nicht. Das gibt's nicht. Das hat aber gut gerochen, ne? Ja, dann gibt's halt Räucherwürstchen. Dann gibt's Räucherwürstchen. Ist echt komplett ausgegangen, ne? Ja. Das hatte ich noch nie. Das Holz war eigentlich total trocken. Ich weiß nicht, warum das nicht brennt. Tut mir leid, aber ist trotzdem schön, ne? Ja, mega. Ich finde das so schön, dass du es gebaut hast und man fühlt sich, man hat so ein bisschen Privatsphäre. Ja. So eine Privatterrasse ist das einfach. Ja, das ist auch eine Privatterrasse, ne? Ja. Das ist echt ein Sichtschutz hier. Das ist voll geil. Ja. Und geile Aussicht natürlich. Ich pack das hier drunter, dann sieht das so aus. Oh, das Feuer brennt, Leute. Oh, puh.
fassen wir nochmal eben schnell zusammen, was wir alles ausgegeben haben. Am Anfang haben wir die Spanplatte, dann zwei Leisten, die wir drunter geschoben haben. Dann haben wir 3x2 Winkel, also 6 Winkel geholt. Das hier sind die 4 Türhaken, die wir aber nicht verwendet haben, und ansonsten noch 6 Verschlussdinger, von denen wir aber auch nur 4 verwendet haben. Danach ein Metallbohrer, das ist Werkzeug, das verwende ich später auch noch, deswegen zähle ich das nicht dazu. Dann kamen wieder 2 Verschlussdinger, die ich dann doch wieder verwendet habe. Etwas kompliziert, aber ich mache das schon. Dann haben wir ein dickes Brett, womit wir die Halterung für die Solarpanel, wenn die aufrecht stehen, geholt. Das hier sind wieder Schrauben, also Sachen, die ich auch für andere Projekte verwende. Also haben wir am Ende 70,82 € ausgegeben. Das ist mal ein echt guter Preis. Vielen Dank an Ast. Sehr unterhaltsames Video. Genießt die Zeit ohne Verpflichtung. Das tun wir. Mhm. Toscho, super Techniktipps, unkonventionell. So mag ich das. Ich hoffe, du hast hier auch noch irgendwelche Tipps rausnehmen können. Abgesehen vom Feuermachen, darin bin ich offensichtlich ein Loser. Öken82, ey, danke für die ganzen Kommentare. Du schreibst die ganze Zeit. Lana, deine Stimme ist übrigens bezaubernd, sagt ihr. Oh, vielen lieben Dank. Geht auf ihren Channel, Solana the Artist, auf YouTube. Sie hat ein neues Lied rausgebracht. Jetzt am Sonntag, ne? Mhm. Also vor 3 Tagen. Ernibert, vielen lieben Dank. Und Marco Ruhl sagt uns, wir sollen mal einen trinken für 25 €. Willst du das wirklich? Dann wird's fürchterlich. Beim Schneiden denke ich mir dann nur so, oh mein Gott, löschen, 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 nur Müll dabei. Einen herzlichen Dank an euch alle. Ja, wie gesagt, wir können dann hier noch das ganze Holz anstreichen, damit das wetterfest wird. Ich habe die Spanplatten USB-3 Klassifizierung, die habe ich im Regen getestet. Seit 2 Wochen oder sowas habe ich die da, und 2-mal hat es wirklich heftig geregnet. Ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwann mal anstreichen werde. Ist ja auch keine große Arbeit. Ansonsten werde ich regelmäßig auf die Verschraubung achten und auf die Scharniere und sowas. Noch eine Kleinigkeit, ich sprach ja von diesem Kettenfett, womit ich ja immer so winzige Löcher verdichten kann. Die werde ich auch definitiv auf alle Scharniere und auf alle Verschlüsse hier drauf sprühen, damit sie einfach vor den Witterungen ein bisschen mehr geschützt sind. Ja, ich werde garantiert in irgendeinem Video mal hier oben pennen und immer wieder berichten, wie das hier so ist. Noch zum Thema Lanas Stromversorgung. Sie hat ihren Akku bisher noch gar nicht geladen, deswegen können wir das nicht machen. Aber ich habe schon mal ein Ersatz-USB-Kabel geholt, weil das Kabel, das ich da gelötet habe, das hat ja nur Plus und Minus und wahrscheinlich braucht es 4 Adern anstatt nur 2, um richtig zu funktionieren. Werden wir alles testen, werde ich dann berichten. Schnuckis. Ich habe euch alle ganz, ganz dolle lieb. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie sich das alles hier hält, und wir sehen uns unterwegs.